zu uns kommt, der hat vorhin ganz besonders viel Applaus bekommen. Denn er ist, kann man sagen, einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Wenn nicht sogar der erfolgreichste Musiker. Ich glaube, jeder siebte Mensch rein rechnerisch der Welt hat sich schon mal mindestens einmal einen Song von ihm im Internet angehört. Das bedeutet dann in Zahlen, dass man 60 Mal Platin macht. Heutzutage ist man froh, wenn man mal, ach was weiß denn ich, überhaupt in irgendeiner Liste auftaucht, mal eine goldene Platte macht oder so. Platin, das gibt's heutzutage schon gar nicht mehr. Er macht es mit seinen Songs und wie er die macht und wie er lebt, das wird er uns heute Abend erzählen. Zum ersten Mal in einer Talkshow. Das ist eine Premiere, vielen Dank. DJ und Produzent Felix Jähn. Habe ich noch nie was von gehört. Zeigen wir ihm mal, wie er lebt und was er schon alles bewegt hat. Ein kleiner, kurzer Film, bitte sehr. Nummer 1 in 68 Ländern. Ein einmaliger Rekord. Sein erster Hit Cheerleader war 6 Wochen in den USA auf Platz 1. Das gab es für einen Deutschen seit 1989 nicht mehr. Was der Junge von der Ostsee mixt, wird zum Mega-Hit. Für seine Songs erhielt er 15 Mal Gold und sagenhafte 60 Mal Platin. 2016 bekam der heute 23-Jährige als bester Entertainer einen Bambi. Überall auf der Welt tanzen Millionen begeisterte Fans zu seinen Songs. Und es scheint, als wäre der Planet Erde sein Spielplatz. Just arrived in Rio. We're in Vienna right now. We just arrived in Santiago. What's up, guys? We're in London right now. We're in Dresden. Ich bin gerade im verregneten Shanghai. We're in New York City doing promo. We're in Washington DC right now. It's 9 a.m. right now. We're in Peru, Lima, playing Greenfields last night. Wow. Und Dino und ich, das sind wir viel unterwegs. Ganz schön, wenn man so einen Zusammenschnitt sieht über das, was man selber macht, weil man es ja selber oft gar nicht so wahrnimmt irgendwie. Das ist tatsächlich immer wieder total verrückt und auch immer noch total ungreifbar, was eigentlich alles in nur 3 Jahren passiert ist. Also es ging ja wirklich gerade erst los für mich. Und ja, ich bin einfach mega happy und dankbar. Ist das dieses Leben, nimmst du das real wahr oder schiebt man dich da so durch und du denkst dir einfach, komm, ich nehme einfach mit, was geht und nachdenken kann ich noch in 10 Jahren? Ich bin der Meinung, dass ich jetzt gerade vielleicht seit ein paar Monaten wirklich angekommen bin in diesem Leben, weil 2015, als es dann aus dem Nichts losging, war es schon so, dass man gescheucht wird und auch natürlich alles mitnehmen möchte. Also ich bin für ein Festival nach Indien geflogen, für 4 Tage nach Australien. Das waren dann 3 Shows und 2 Promotage und wieder einmal zurück nach Europa. Und dann macht man einfach erstmal und kommt gar nicht dazu, alles zu reflektieren. Ich habe tatsächlich sehr bewusst letzten Oktober gesagt, dass ich bis April, dann gehe ich in Deutschland auf Tour, keine Shows spielen möchte. Also ich habe jetzt fast 6 Monate, glaube ich, nur 2 Shows gespielt, die schon gebucht waren. Mhm. Und ansonsten habe ich wirklich gesagt, ich muss mir die Zeit nehmen, auch mal mich rauszunehmen aus diesem Tour, weil da waren wir gerade wieder auf Tour. Ich glaube, Shanghai war eben dabei, das war letzten Herbst. Dann waren wir in Seoul, in Dubai, in New York und sind dann in Mexiko geendet. Und dann nach Cancun saß ich irgendwie so eine Nacht im Hotel und war aber nicht wirklich erfüllt und glücklich. Und habe mich gedacht, was bringt das eigentlich, wenn man nur noch von Station zu Station reist und das gar nicht mehr wirklich wahrnehmen und genießen kann. Beschreib mal so eine Show. Also du sagst ja eine Show. Also was du machst, nur für die, die das jetzt nicht... Du bist ja nicht derjenige, der da vorne auf der Bühne steht und singst, sondern du spielst deine Musik sozusagen, die du produzierst als DJ. Wenn du eine Show machst, was sieht man dann? Also was passiert da? Da stehst du am DJ-Pult und gibt es dann Tänzer, gibt es Feuerwerk, gibt es Filme, gibt es Einspielungen? Was muss man sich da vorstellen? Bei mir gibt es 2 Unterteilungen. Also primär bin ich natürlich als DJ unterwegs, so habe ich auch angefangen mit 15, 16, dann bei Abi-Partys, bei Geburtstagspartys von Kumpels Spiel und so weiter. Training Man. Genau, so ungefähr. Mittlerweile kommen die zum Glück nicht mehr ins DJ-Pult, einfach ran auf großen Festivalbühnen, um sich den Song zu wünschen. Da kann ich dann meine Musik spielen, wie ich mir das denke. Aber in erster Linie spiele ich dann DJ-Set, das heißt ein DJ-Mix natürlich mehrere Songs miteinander und das ist sehr wichtig, die Dynamik des Abends zu beobachten, zu welcher Zeit spiele ich, wie groß ist die Bühne, sind es 500 oder 50.000 Leute, ist es nachmittags oder nachts? Und dann natürlich auch reagieren zu können, weil manchmal spielt man auch ein Set, denkt sich, oh, jetzt mache ich aber eine super Sache. Und dann läuft das nicht so mit der Stimmung. Das heißt, man muss da auch spontan umschwenken. Also das ist schon, da bist du Dienstleister. Also da sagst du einfach, also in Maßen. Dienstleister klingt immer gleich so trocken und so kalt. Natürlich habe ich meine künstlerische Vision und meine Songs und mein Genre, was ich spiele. Aber wenn ich jetzt in Miami im Lift, das ist da so ein ganz toller Club, und da habe ich für David Guetta Warm-up machen dürfen. Und wenn du dann spielst und du merkst,
da passiert aber kein Warm-up, die muss ich die ganze Zeit nur trinken, musst du natürlich ja schon überlegen, wie kriege ich jetzt die dazu, dass die dann auch, wenn David Guetta anfängt, am Start sind. Das ist dann natürlich die Aufgabe des Support-Acts. Und baut man das dramaturgisch auf? Also ist es so, dass man einfach sagt, jetzt mal am Anfang, que sera, sera, also jetzt mal übersetzt für unsere Zuschauer. Ja, so zum Einstieg, man kommt sich ein bisschen näher und dann It's Raining Man bis zu Olare. Es kommt da tatsächlich auf die Spielzeit drauf an. Also wenn ich natürlich als Support spiele vor David Guetta zum Beispiel, dann fange ich ganz ruhig an und dann fängt man auch recht früh an und muss die Leute wirklich abholen und dahin bringen, dass sie dann, wenn er anfängt, ist dann die Peak-Time sozusagen. Mittlerweile spiele ich glücklicherweise meistens selbst die Peak-Time. Mhm. Das heißt, ich fange dann sofort mit dem ersten Song natürlich mit Vollgas an und will dann natürlich auch, dass die Stimmung sofort da ist. Ist das wirklich so? Das finde ich total interessant. Also, dass du nicht weißt, dass... Nee. Wir verstehen es nicht. Welchen Teil daran? Alles. Senko und ich sind der Meinung, ein DJ war in unserer Jugend ein Disc-Jockey, der hat Platten aufgelegt. Ja, macht er immer noch. Der legt dann noch CDs auf. Warum mixen die die Songs? Warum spielt er nicht einen Song so? Warum du warst auch mal DJ, ne? Nee, ich war beim Popshop. Genau. Naja, ein DJ, ist es ja nicht so wie im Radio, dass dann Lied an, Lied aus, sondern dann gibt es Übergänge von Songs. Man kann auch mitten im Song die miteinander mischen. Weil du sagst, meine Musik, sind das Songs, die du komponiert hast, oder sind das Songs auch von anderen, tue ich. Genau, die du mischst? Die DJ ist die Rolle, in der ich auftrete und performe, aber ich bin natürlich auch Songwriter und Produzent und das sind dann meine Songs, die ich natürlich auch live spiele. Innerhalb eines DJ-Sets spielt man aber auch Songs von anderen Künstlern. Und daneben, klingen die nicht irgendwie alle gleich? Ob die alle gleich klingen? Mhm. Nee, wieso sollten sie? Es liest sich auch nicht jedes Buch gleich, oder? Nein, natürlich. Das ist eine Komposition, aber ich habe bei diesem das immer das Gefühl, es ist halt alles im Buch. Ja, aber das ist ja auch für ein natürlich, aber früher hat auch alles im Buch. In den 50er Jahren, ehrlicherweise, klang ja auch alles gleich. Das ist ein ganz bestimmter Ruf, der zum Tanzen animieren soll. Ja, richtig. Also, es sind keine Chansons. Ja, also heute tanzt man ja alleine, ne? Ja. Und dieses Datten, das kann man wunderbar machen. Da kann man alleine sich bewegen, von hier bis zur Theke und auch wieder zurück und auch so ein bisschen gucken. Aber wir sind aufgewachsen natürlich mit Rhythmus, mit Samba, mit Mambo, mit Rock und Fox und English Waltz und whatever. Weil man hat es ja zusammen getanzt, verstehst du? Man brauchte also diese Gemeinsamkeit, diese Welle, die einem zusammengehalten. Ich glaube, das sind eher so 50... Jetzt muss ich mal ein bisschen intervenieren und den Felix mal ein bisschen in Schutz nehmen. Nein, wir wollen nicht begreifen. Moment. Wir wollen es begreifen. Ich erkläre es. Sie können es auch nicht erklären. Kein Problem. Sie haben zu zweit getanzt. Auf einem Festival tanzt man dann im Prinzip mit 50.000. Genau. Das ist ja wie eine ganz andere Dimension. Absolut. Also ich meine, ich habe ja letztens bei Let's Dance mitgemacht. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man schnell, zu zweit tanzt. Schnell, okay, okay, gut. Okay. Alles klar. Come down. Okay, jetzt versuche ich mal ein bisschen schweizerisch zu reden, damit Sie verstehen, was ich meine. Also im Festival, Let's Dance, habe ich ja mitgemacht. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man zu zweit tanzt und einfach dort eine andere Dynamik hat und einen Rhythmus hat. Aber auf einem Festival, wir haben eine neue Zeit, da ist ein DJ einfach da vorne, der einfach seine Musik zusammenmixt und man einfach nicht mehr zu zweit tanzt, sondern dann im Prinzip das mit einer Riesenmenge von Menschen. Ja, das haben also wir ehrlich gesagt, dass ich das eine das andere nicht ausschließt. Also ich habe auch in meinem Publikum immer wieder Pärchen, die gemeinsam tanzen und einen schönen Abend miteinander verbringen. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied, dass in der früheren Zeit das, was Sie als Referenz nennen, geht, sondern dass der DJ eher ein Beiwerk war und die Musik gespielt hat. Man war beim Event, das gibt es natürlich immer noch. Also bei Hochzeiten ist das heute sicherlich auch noch der Fall. Aber wenn ich in der Regel auf der Bühne stehe, sind es Wann große Festivals. Wann ist Ihr nächster Auftritt? Mein nächster Auftritt. In Deutschland? In Deutschland spiele ich Anfang April. Hör mir das an. Kommen Sie nach Köln, Hamburg, Offenbach nach Köln. Oder München? Hast du denn jetzt mal ein bisschen Ruhe gehabt? Bei der Live-Tour, das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil das ist, jetzt wird es noch verwirrender. Ich spiele tatsächlich nicht nur DJ-Sets bei der Tour in Deutschland. Das ist meine Live-Tour. Das heißt, da spiele ich dann nur eigene Songs. Da gibt es keine Songs mehr von anderen Künstlern. Und da kommen die Sänger und auch. Die werden live inszeniert. Das aber heißt, es gibt, inszeniert heißt, sie werden auch gemixt untereinander. Es gibt Musiker und Musikerinnen, es gibt Sänger, Sängerinnen. Ich selbst habe ein Drumset und eine Marimba zum Beispiel, meine Cellistin dabei. Und dann spiele ich nach wie vor das DJ-Set und mixe meine vorher geschriebenen und produzierten Songs miteinander. Ja. Und dazu kommen Solisten auf die Bühne. Ja. Jetzt hast du ja, weil wir gerade über deine eigene Musik reden, jetzt hast du gerade deine erste eigene CD. Ich wusste nicht, dass das so kontrovers wird heute mit dem DJ. Ich dachte, das war jetzt ein Einschnitt. Ja, aber weißt du, das Gute ist, je erfolgreicher man ist, desto mehr kann man sich bei Kontroversen ja auch zurücklehnen, irgendwie, finde ich. Ich habe überhaupt kein Problem. Eben, weil das finde ich auch immer ganz gut, dass man dann so sagt, naja gut, also bei den ganz Erfolgreichen, da kann man, da ist dann eine Nachfrage auch nicht so schlimm. Du hast dein erstes eigenes Album gemacht. Nur zum Verständnis, das davor waren ja, das war nie auf einer CD gebannt, was du gemacht hast, sondern das war im Prinzip im Netz. Ja, es gab auch CDs, also in Deutschland ist es so, dass bei Singles, also einem einzelnen Song, werden auch 2-Tracks gemacht. Das ist ja die Platte, die man schneller abspielt. Es gibt noch
eine B-Seite dazu. Man nennt das Ganze dann eine Two-Track und die werden in der Regel noch produziert ab Top 10 in den Single-Charts, weil die dann auch in den Märkten noch gerackt werden. Also dafür gibt es noch Stellflächen. Das heißt, es gab schon CDs zu einigen meiner Songs, aber es gab noch nie ein komplettes Album, wo mein Werk sozusagen vereint. Es gab immer nur einzelne Kapitel, kein ganzes Buch. Und jetzt hast du ein ganzes Buch gemacht, was gerade rausgekommen ist. Letzte Woche, ja. Oh, letzte Woche. Wie ist das? Ist das so, dass man das Gefühl hat, jetzt gibt man wirklich, da hast du viel von dir reingegeben? Ja, auf jeden Fall. Für mich war es ein ganz spannender Prozess, auch ein Album zu produzieren, obwohl das oft in Frage gestellt wurde, weil die Frage ist, wer braucht das Format Album in der heutigen Zeit noch in Download, Streaming? Download ist ja auch schon so. Ja. Ist ja eigentlich nur noch Streaming und da sind natürlich primär einzelne Songs. Aber mir war es künstlerisch einfach total wichtig, ein ganzes Album zu produzieren, um halt nicht nur die Single zu veröffentlichen. Auf dem Album sind jetzt auch insgesamt 25 Songs drauf, die in den letzten 3-4 Jahren entstanden sind. Das ist ja tatsächlich mein allererstes Album. Mhm. Und man hat auf dem Album natürlich auch die Möglichkeit, soundtechnisch zu experimentieren. Ist auch eine rhythmische Nummer mit dabei. Jenny heißt sie, Track 2. Schön, wie du das und so einhaken. Wir nehmen heute alle mit in die Runde. Ich hab meine Rolle jetzt gefunden. Mir war nicht bewusst, dass ich die DJ-Kultur heute erklären muss. Doch, ein bisschen. Aber schon. Ich gebe mir ein bisschen Mühe. Ein bisschen schon. Und auf dem Album haben wir natürlich die Möglichkeit, soundtechnisch zu experimentieren bei 25 Songs. Ich habe zum Beispiel auch einen Akustik-Song dabei, da ist gar kein Rumsbums mehr mit dabei. Ja. Der ist sehr gut. Lass mich hier zukommen. Und man hat so Sachen wie das Booklet zum Beispiel. Das, was man gestaltet. Man hat 10 Seiten zur Verfügung, überlegt sich, was für Fotos kommen da rein, was für Texte, was möchte ich preisgeben. Und was hast du für Fotos ausgewählt? Kinderfotos. Von dir? Von mir. Ach, wie schön. Und du warst bestimmt ein süßer Junge, hast Cello gespielt. Geige. Geige. Warst du auf einem guten Weg eigentlich, ne? Ja. Also man muss... In der Familie alle BWLer. Tatsächlich. Und ich habe mein BWL-Studium abgebrochen, das war nicht so lustig. Ja. Und dann war ich ein Jahr davor schon in London an einem Musikcollege, habe da von Komposition bis Produktion und Musikwirtschaft verschiedene Kurse belegt. Mhm. Und als ich das erste Mal danach meine Großeltern besuchte, die wahrscheinlich gerade zugucken, moin moin, hoffe euch geht's gut, fragte meine Oma mich, woher denn jetzt die Trompete komme. Denn ich hatte ja als Kind nur Geige gespielt. Wie hätte ich denn jetzt in so kurzer Zeit noch gelernt, auch Trompete und Saxophon zu spielen? Woher kommt sie? Die wohnen in Göttingen, meine Großeltern. Nein, ich sage, woher kommt die Trompete? Ja, aber das möchte ich im TV ehrlich gesagt nicht besprechen, weil das steht meinen Großeltern natürlich frei, wie sie mit ihrer Geschichte und ihren privaten Funktionen. Ich habe gefragt, woher die Trompete kommt. Ach, die Trompete kommt. Ich dachte jetzt, ich bin so auf Verteidigungsmodus. Dass ich dachte, jetzt werden meine Großeltern nach ihrem Ursprung erfährt. Dass sie sich verteidigen. Wir sind gar nicht gegen sie. Wir haben es einfach nur nicht verstanden. Was alles gut. Woher kommt die Trompete? Die hat ein Trompetenspieler aufgenommen. So, ganz einfach. Ganz einfach, ja. Da habe ich geschwitzt schon. Nein, das ist. Aber sagen wir doch, geh da mal hin, Felix. Sie sind ganz lieb. Das ist die liebste Talkshow. Überhaupt keine Sorge. Da gibt es die tolle Rubrik, ich habe einen Traum. Ich habe da auch mal mitgemacht und ich hatte den Traum, ich möchte einen Bruder haben. Ich habe zum Glück zwei, ich kann ja nur keinen abgeben. Zwei, so genau. Aber du hast einen anderen Traum und das fand ich ganz interessant. Wovon hast du geträumt in der Rubrik? Ich habe in diesem Interview erstmals öffentlich über meine Sexualität gesprochen. Mhm. Und mein Traum ist im Endeffekt, den Mensch zu finden, mit dem ich mein Leben teilen möchte. Ich habe euch vorhin sehr gerne zugehört. Das ist eine sehr schöne Geschichte oder viele schöne Geschichten, die ihr erzählt habt. Und bei mir war das in der Vergangenheit nicht ganz einfach, weil ich den inneren Konflikt habe, weil ich mich sowohl zu Männern als auch zu Frauen hingezogen fühle. Und da lange gebraucht hat, um das selbst zu verstehen, mit meiner Familie, mit Freunden zu thematisieren und jetzt auch den Schritt zu gehen, das öffentlich zu machen, weil ich einfach überhaupt keinen Grund sehe, dass das ein Geheimnis sein sollte. Nee. Ich glaube, das ist gesagt. Man hat dann auch was, weil du bist ja das Vorbild von Millionen von Leuten und die orientieren sich natürlich daran,
wie du bist und wie du mit bestimmten Dingen umgehst. Also ich glaube, man hat vielleicht, also ohne das jetzt zu politisch zu machen, aber ja auch vielleicht ein bisschen eine Verantwortung. Und es macht einen natürlich auch, glaube ich, wahnsinnig frei, wenn man so leben kann, wie man gerne leben möchte. Weil ich glaube, wenn man sich versteckt oder irgendwie denkt, ich muss irgendwas anderes machen, als ich eigentlich will. Ja, das führt halt zu Kopfschmerzen. Ich habe eine ganze Hot-to-Touch-Promo-Phase gemacht, in der ich das nicht offen thematisieren konnte. Und der Text ist She's too hot to touch. Und da liegt die Frage nach dem Frauentyp natürlich sehr nah. Ja. Und wenn man dann immer nur mit Halbwahrheiten rumeiert, macht das keinen Spaß. Und deswegen wollte ich mich natürlich in allererster Linie selbst frei machen. Freue mich aber total. Ich habe tatsächlich, gestern ist der Artikel online gegangen, habe schon sehr, sehr viele berührende Nachrichten, Tweets, Mails und Posts bekommen von Menschen, denen es ähnlich geht, die sich bedanken bei mir für meine Offenheit, die sich bestärkt fühlen. Und ich kann nur hoffen, dass das in Zukunft überhaupt gar kein Thema mehr in den Medien sein muss, weil es ist wirklich das Natürlichste und Normalste auf der Welt. Das kann ich euch hier mit allen bestätigen. Ich bin ganz normaler Kerl. Also wie gut, dass du das sozusagen gemacht hast. Und dann brauchen wir es ja eigentlich auch nie mehr zu besprechen. Das wäre schön, sozusagen. Gut, dann werden wir in diesem Sinne weitergehen. Was ist jetzt zu tun, Felix? Also, Cool wird laufen. Wir müssen diesen Akustik-Track den beiden Köln. Damen zukommen lassen. Köln. Köln. Sehr gut. In Köln werden sie gemeinsam mit... Ich will das sehen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Das gucken wir uns an, wenn alle kommen. Und mit 50.000 anderen zu deinen Tracks tanzen. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Wir freuen uns, fühlen uns sehr geehrt, dass du zu uns als erste Talkshow gekommen bist. Lass dich mal drücken, oder?